Moin zusammen und willkommen zurück zu Mario Kart 8. Im letzten Part haben wir den Special Cup abgeschlossen und sind jetzt auf dem besten Wege, auch die 100 Kubik fast komplett abzuschließen. Da muss ich noch ein bisschen Nacharbeit machen im Sternenkampf, aber naja, das mache ich dann auch noch ein bisschen offline. Ne? Und aber erstmal haben wir noch den letzten Cup vor uns, nämlich den Blitzcup, genau. Mir ist es noch eingefallen und wir nehmen dann ein schönes Mal für den Blitzcup. Ich weiß es nicht. Nein. Nein, ich weiß. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Wenn ich meistens nicht weiß, was ich nehmen soll, dann nehme ich Yoshi. Und es war jetzt einfach Yoshi. So, wollen wir mal ein schönes Rennmoped für ihn nehmen. Doch, das sieht ganz gut aus. Eine Haftung wäre ein bisschen nicht schlecht. Die sehen ganz gut aus. Der Schwamm würde auch noch gut gehen. War dann nämlich ein bisschen vom Tempo weg. Die sind auch gut. Das ist so schön ausgeglichen. Das sieht doch so toll aus, wenn so alles so fast gleich ist, ne? Ich hatte vorher die hier, ne? Nehmen wir mal die Rallye-Reifen. Aber bitte kein Schirmchen. Nein. Nehmen wir mal den ganz normalen Schirm. Und auf zum Blitzcup. Die erste Strecke ist nervtötend. So viel dazu. Aber ich finde sie nicht schlimm, sie ist nur nervtötend. Wie bei dieses Tick-Tack, ne? Dieses Tick-Tack-Trauma, ne? Das ist wirklich ein Trauma. Ihr geht einen irgendwann auf den Senkel. Man ist froh, wenn man die Strecke dann vorbei hat. So. Das ist mal vorweg. Also, los geht's. Die Yoshi, ne? Der Yoshi. Ne, der kämpft jetzt gegen den Bowser. Und der Yoshi, ne? Der hat eine lange Zunge. Und der machen wir jetzt platt. So. Ist Bowser überhaupt dabei? Keine Ahnung. So, Tic-Tac-Trauma vom DS. Kannte ich vorher also auch noch nicht. War ganz interessant. Ist Bowser überhaupt dabei? Nein, kein Bowser dabei. Gut, da hat Bowser nochmal ein bisschen Glück gehabt. Diese Klingel, ey. Verdammter Wecker. Gott, dieses Geklingel. Lass es enden. Ja, genau das machen Muppets. Sehr gefährliche Manöver machen wir mit den Muppets. Weil die sehr nach zur Seite abbiegen, wenn man... Ist so weg. Wenn man anfängt zu driften, dann braucht man eigentlich gar nicht so viel zur Seite zu drücken. Den Rest machen wir nicht schon von alleine. Aber weil dieses Muppet gerade sehr, sehr schnell ist, macht es das so gerne. So, also ich muss höllisch aufpassen mit Driften. Yoshi freut sich, das hat nicht. Yoshi freut sich immer, weil es Yoshi ist. Yoshi ist fröhlichste Problem, ja, das fröhlichste Ding, was es gibt. Weil Yoshi fürchtet sich vor nichts und den Sprung habe ich noch nie hingekriegt. Man kann darauf auch ein bisschen Speed boosten. Fragt sich nur wie, ich habe es echt noch nie hingekriegt. So. Tick-Tack, ne? Dieses Pendel, ne? Das nervt schon dezent. So, fliegen wir wieder mal das Uhrwerk durch. So. So. Hier lang. So. Bin mal gespannt, ob ich das irgendwann mal hinkriege. Nein, immer noch nicht. Muss ich eher drücken oder später? Das ist ja die Frage. Wenn man hüpft, dann hüpft man auch so. Oh, kriegt man ein bisschen Gegenwehr. Der Pendel ist ein little bit im Weg. Ich finde es auch mal schön, wie ich den Knopf noch gerückt halte, obwohl ich da gar kein Item habe und jetzt habe ich gerade einen Sprung vergessen. Das macht nichts. Der Sprung hat auch nicht ganz geklappt. Auch nichts. So, hier nochmal rum. Diese blöde Tic-Tac-Uhr, ne? Vielleicht klingelt wieder der Wecker da vorne. Nein, kriegst du dich hin? Verdammt, egal. Wir haben eh gewonnen. Ist gar nicht so schlimm. Alles in Ordnung.
Wir kriegen allein schon ein bisschen Speedboost dadurch, weil sich das Ding dreht. Also von daher. Ja, und Yoshi freut sich. Ah, das ist die fröhlichste Person auf der ganzen Welt. Es ist der fröhlichste Dino, den es gibt. Deswegen mögen wir Yoshi. Ja, und weil der grün ist. Das ist der einzige Grund, warum überhaupt. Nein. Ich mochte Yoshi schon immer. Und jetzt haben wir die Röhrenraserei für uns. Von dem 3DS. Hier kann man auch richtig schön Speed boosten. So richtig schön. Ja, wenn man es kann. Und wir starten bei der wunderschönen Burg, die diese Tonis hier errichtet habe, nur um da oben drauf zu stehen und uns zuzuwinken. Passt bloß auf, dass ihr da nicht runterfallt. Ihr könntet mich am Rennen behindern. Das wäre nicht sehr schön. So, Toni-Handicap muss nicht sein. So, und die Musik ist äußerst genial. So. Und darum. Jo. Ups. Ah, das geht mit dem Moped nicht. Gut. Lassen wir das. Weil ich kann man ja auch einen schönen guten Drift rausholen. Einen schönen Boost. Obwohl, naja, spiel ich auch gerade. Nö. Oh, guck mal, da ist ein Gumba. Guck mal, der ist nicht echt. Hm. Der ist aus Pappe. Tauben, geht weg. Musik ist echt cool. Ha, hat wohl den Gumba getroffen. Den Gumba, den Gumba. So. Hallo. Das habe ich auch noch nie geschafft. Nicht in der Luft, nicht in der Luft, nicht in der Luft. Oh Gott, oh Gott. Oh, das hat gerade so gepasst. Au. DK. Kommst du mal her? Ich hab hier was bestimmt. Bestimmt was ganz Schönes. Bombe. Die war nicht für DK. Oh, das ist ein schönes Ding. Jetzt müssen wir noch genau genug ankommen. Ach, guck mal, geh weg. Es ist von alleine runtergefallen. Okay. Oh Gott. Ich muss auch. Ja, weil die Piranha-Flasche gibt einen ganz kleinen Boost. Dann ist es ein bisschen nicht so zu berechnen, wo man gerade landet, wenn es einen Boost macht. Aber Donkey Kong hat sich schon von alleine gekillt. Das ist auch gut. Ja, diesmal kommt er nicht hoch. So. Schützen wir wieder unseren Poppes. Gumba, ey. Also der echte, ne? So. Tada! Das lief doch mal glatt. Na, nicht so ganz, ne? Aber DK hat sich ja dann selber getötet. Ich bin nicht schuld. Das wurde nochmal richtig aufgeholt wieder. Oh. Ja, Donkey Kong könnte eine sehr große Gefahr für uns werden hier. Ja, ich merke das schon, ja. Ja, da können die ganzen Achten hier auch nichts dran ändern. Ja, diese ganzen Unendlichkeitsschleifen hier. Ja, das ist alles voll. Und hier kommt das Vulkanrollen von der Wii. Das ist ein bisschen gefährlich, die Map. Ja, da bricht nämlich einfach mal so ein Vulkan aus. Ja. Zum Schluss ist nichts mehr da von der Strecke. Ja, das ist normal. Erlebt man tagtäglich. Ja. Ist mal ein bisschen spät. Ich mag die Strecke. Das ist aufregend. Ich mag sowieso Strecken, die sich dann mit der Zeit verändern, damit man ein bisschen aufpassen muss, damit es nicht so stumpf hinterhergefahren wird.
Ups, ja, ich hatte gerade... Das ist wieder passiert, ich habe die Tasten vertauscht. Es geht die ganze Zeit dann gut, aber irgendwann fangt damit an. So, irgendwie bebt hier die Erde. Ich weiß nicht, ob das gesund ist und ich glaube das sowieso nicht. Ja, die Erde bebt. Kommen wir noch diese kleinen Flämmchen. Die eigentlich total harmlos sind. Aber hier bebt alles. Hier bricht alles zusammen. Nein, es war eine schlechte Idee, hier ein Rennen zu starten. Warum? Warum? Das ist die Musik auch noch so bedrohlich, ne? Aber schön. So, das war besser. Ah, diesmal wünsche ich das nicht. Das macht auch nichts. Au. Ich bin fast in der Lava gelandet, Mann. Hier fehlt was. Das war vorher noch nicht. Wops! Feuer. Auf der Wii waren da noch richtig Felsbrocken gelandet. Na, jetzt sind sie zerschellt. Da muss ich mal durch. Ich glaube, Donkey Kong ist hinter mir. Ich habe eine Bananenschale gesehen. Wink mir mal eben freundlich zu. Ja, danke. DK. Bleibst du hier? Mir ist runtergefallen. Tja, man sollte nicht alles aufheben, was auf dem Boden liegt, wenn man da nicht mit umgehen kann. Ja, ich musste auch im Gas runtergehen. Aber ey, ich bin wenigstens nicht runtergefallen. Aber wieder gegen die Wand. Ist schwierig mit dem Moped. Na, diesmal auch nicht erwischt. Ich trage da wieder gegen. Hui. So, hier rum, ja. Wo ist der Berg hin? Da war vorhin noch ein Berg. Ah ja, okay. Dann ist da halt jetzt keiner mehr. Sag doch, das war keine gute Idee, hier ein Rennen zu fahren. So, jetzt ganz schnell von hier verschwinden. Und den Donkey Kong, den lassen wir hier. Der schwimmt gerne in Lava, ich weiß das. Kenne ich, ja. Ich weiß das. Ich spreche aus Erfahrung, dass der gerne in Lava schwimmt. Nee. So, und auf geht's zum Regenbogen Boulevard aus dem N64. Der ist so ähnlich aufgebaut wie die Wario-Abfahrt. Heißt, sie werden wir nicht die ganze Zeit im Kreis fahren, sondern nur abschnittsweise. Was ich sehr schade finde, weil ich mochte diesen Regenboulevard. Der war sehr lang. Man hat teilweise 9 Minuten gebraucht, um ihn zu absolvieren. Vielleicht ist er deswegen nicht mehr so lang. So, auf geht's. Und die Musik ist immer noch so toll, wie es auch auf dem N64 war, nur besser. Juhu. Da fliegt ein Zug herum. Nein, ganz schlechte Idee, driften. Ganz schlechte Idee. Ich muss weiter ausholen. Oder ich lasse es einfach. So, die Kettenhunde. Kommen uns ja auch jetzt nicht mehr auf dem Boden entgegen, so wie es auf dem N64 war. So, der erste Abschnitt ist übrigens geschafft. Sondern sie springen jetzt fröhlich auf der Bahn rum. Das ist okay. Das dürfen die ruhig. Ich fass gegen den Zaun gefallen. Das war nicht sehr schön, oh nein. Lass das bloß sein. So, ich werde mich mit dem Driften hier ein bisschen zurückhalten, weil mir das mit dem Moped ein bisschen zu gefährlich ist. Ich möchte nicht hier runterfallen. Und auf N64 war doch die komplette Bahn mit Zaun, oder? Ich glaube schon. Ah, sie war sehr einfach, aber lang. Tschüss zu der Feuerwehr. Feuerwehr war der Zug. So. Letzten Meter. Den lasse ich, wo er ist. Sonst falle ich runter. Ich kenne mich doch. So. Und da unten sieht man die Stadt. Das macht von Kindern. Richtig schön. Und wir haben gewonnen. Jetzt, wo schön wurde. Yay.
Juhu. Gewonnen. Und Yoshi freut sich seines Lebens. Ja. Besser als Donkey Kong. Ja. Und damit haben wir die 100 Kubik jetzt aber abgeschlossen, ja? Aber erstmal müssen wir uns noch den Pokal abholen. Und da ist er. Der Blitzcup mit der Wolke. Also der Blitz, Pokal. Ja, und danke für das Fahrzeugteil. Und unten die Wolke. Man sieht es da nochmal von hinten. Ja, das ist die Wolke. Ah, sieht euch an. Tolle Wolke. Aus Marmorgestein gefertigt und aus purem Gold der Blitzpokal von dem Mario Kart. Ne? Gut, ich würde da mal sagen, wir sehen uns dann bei 150 Kubik wieder. Im nächsten Part natürlich. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ich hoffe auch, dass ihr dann bei den 150 Kubik auch wieder mit einschaltet. Bis dahin, ne? Wie ich schon immer die letzten Parts gesagt habe, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Also, bis dann. Kommt heil an.